So, ich eröffne die Sitzung wieder. Ich rufe auf den Punkt 50. Entschließungsantrag Fraktion der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, starke Demokratie auch in Krisenzeiten und so weiter. Mit Punkt 74, dringlicher Antrag Fraktion der FDP, Demokratie und Grundrechte wahren. Das ist 20.2792 und 20.2846. Und es beginnt der Kollege Lukas Schauder, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Auf geht's. Sehr geehrter Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen! Erst in einer Krise zeigt sich, wie stark eine Gesellschaft und wie stabil eine Demokratie wirklich ist. Wir alle haben wegen des Coronavirus ziemlich plötzlich mit heftigen Einschnitten unserer persönlichen Freiheit leben müssen. Vieles, was für uns selbstverständlich schien, wie der Besuch unserer liebsten Verwandten im Pflegeheim oder Treffen mit Freundinnen und Familie in großer Runde, waren so nicht mehr möglich. Sowas geht natürlich nicht spurlos an den Menschen vorbei, und dennoch ist es wohl nicht zu früh, um schon einmal anzuerkennen, dass der Kern unserer Gesellschaft verantwortungsvoll und solidarisch handelt, sich an Abstandsregeln hält und Menschen aus der Risikogruppe hilft. Ich finde, unsere Gesellschaft zeigt sich in dieser Krise ziemlich stark. Und auch der Rechtsstaat hat bewiesen, dass er krisenfest ist. Der Hessische Landtag ist zu Beginn der Corona-Krise schon zügig zusammengekommen, um einen Nachtragshaushalt zu verabschieden und die Beschlussfähigkeit der kommunalen Parlamente sicherzustellen. Die Hessische Landesregierung arbeitet wortwörtlich Tag und Nacht darum, die Auswirkungen der Corona-Krise so gut wie möglich abzufedern. Und auch die hessische Justiz arbeitet unter besonderen Hygienemaßnahmen zuverlässig weiter. Gerichtsprozesse finden statt. Das beweist uns die drei Säulen der Demokratie, Legislative, Exekutive und die Judikative, sind und bleiben handlungsfähig. Unsere Demokratie ist krisenfest. Darauf können sich die BürgerInnen verlassen. Und völlig selbstverständlich gelten auch unsere Grundrechte in der Krise fort. Das Grundgesetz gibt uns ja gerade den Auftrag, Gesundheit und Freiheit der BürgerInnen zu schützen. Und dort, wo Grundrechte kollidieren, muss sehr sorgsam abgewogen werden, etwa bei dem Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit gegenüber dem Grundrecht der Versammlungsfreiheit. Aber an den immer wieder zahlreich stattfindenden Versammlungen, auch hier in Hessen, zeigt sich, das funktioniert. Bei einigen dieser Versammlungen tritt aber ein Phänomen zutage, über das wir hier auch sprechen müssen. Ich wollte mir mal ein eigenes Bild von diesen sogenannten Corona-Demos machen und habe deshalb am Samstag vor einer Woche diese sogenannten Corona-Demos selbst in Frankfurt versucht, verschiedene Kundgebungen. Und was ich dort vor Ort zu sehen bekam, das war schon wirklich alarmierend. Von Anfang an lag eine hochaggressive Stimmung in der Luft. Ich habe beobachtet, wie Kamerateams und JournalistInnen bedrängt, beleidigt und bespuckt wurden. Und das sind auf sogenannten Corona-Demos keine Einzelfälle. Auf einer Kundgebung in Berlin gab es sogar einen lebensgefährlichen Angriff auf ein ZDF-Team. Wer zu solchen Mitteln greift, der ist ein Feind unserer Verfassung. Und wir können uns glücklich schätzen, dass wir hierzulande eine diverse und freie Presselandschaft haben. Und wir kämpfen ganz entschieden dafür, dass sie auch weiterhin frei von solchen Kundgebungen berichten können. Und da ist es völlig egal, ob der Angriff von Linksextremisten stattgefunden hat oder von Krakehlern, die die Lügenpresse rufen, wie von Ihrer Seite, Herr Grobe. Aber zurück zu meinen Erfahrungen vor Ort in Frankfurt. Die VersammlungsteilnehmerInnen sprachen über die krudesten Verschwörungsideologien. Bill Gates wolle die Menschen mit Mikrochips impfen, Corona solle über das 5G-Mobilfunknetz übertragen werden oder auch Corona existiert gar nicht.
worin sich viele Verschwörungsideologien einig sind. Sie bedienen antisemitische Klischees und nutzen antisemitische Codewörter, Metaphern und Karikaturen. Auch werden mancherorts Judensterne getragen. Diese hasserfüllten Theorien und geschichtsrevisionistischen Symbole sind vollkommen inakzeptabel. Solche Äußerungen sind wirklich durch rein gar nichts zu rechtfertigen. Wir verurteilen jede Form von Antisemitismus auf das Schärfste. Und noch eine weitere Gemeinsamkeit haben die Verschwörungsideologien. Sie alle sehen sich als Opfer eines großen bösen Plans. Das ist so brandgefährlich, denn wer glaubt, angegriffen zu werden, meint auch, sich verteidigen zu müssen, auch mit Gewalt. Damit stehen diese Corona-Mythen in einer Reihe mit anderen Verschwörungsideologien, wie dem sogenannten großen Austausch, welche von rechtsextremistischen Gruppen und Parteien verbreitet werden und schon das ideologische Fundament für Terroranschläge bereitet haben. Diese insbesondere rechtsextremistischen Gruppierungen versuchen sich auf den Kundgebungen und in den sozialen Medien ganz gezielt in einem Schulterschluss mit anderen radikalen Strömungen. Corona-Mythen können einen recht niedrigschwelligen Einstieg in die rechtsextremistische Szene ermöglichen, und diese Gefahr darf auf keinen Fall unterschätzt werden. Ich will an dieser Stelle aber auch ganz deutlich machen, dass nicht alle Leute, die auf Kundgebungen gehen, Verschwörungsideologen sind. Da sind Leute, die mit Gegenprotesten Widerstand leisten, und da sind aber auch Leute, die mit den Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Krise nicht einverstanden sind, sachliche Kritik üben wollen und einen Raum suchen für die öffentliche Debatte. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Das ARD-Magazin Extra hat zum Beispiel den 84-jährigen Rentner Alphonse Blum auf einer Kundgebung in Gera interviewt. Herr Blum hat unter Tränen berichtet, dass seine kranke Ehefrau seit Monaten im Pflegeheim liege und er sie nicht besuchen könne. Ich kann mir nur vorstellen, wie sehr er seine Frau vermissen muss. Und ich glaube, es ist völlig menschlich und nachvollziehbar, dass der Herr seine Gefühle auf einer Kundgebung teilen wollte. Aber was danach passiert ist, hat mich wirklich fassungslos gemacht. Ein anderer Demo-Teilnehmer hat Herrn Blum niedergebrüllt, Lügenpresse geschrien und andere Verschwörungsmythen verbreitet, und weitere Versammlungsteilnehmer applaudierten ausgerechnet den Schreihals. Das ist symptomatisch, und es zeigt, dass Verschwörungsideologen keinen Diskurs eröffnen, sondern ihn zerstören wollen. Dass sie keine Reformen, keine Veränderungen, sondern einen Sturz unseres demokratischen Rechtsstaats wollen. Einmal mehr wird deutlich, wie richtig und wichtig unsere zahlreichen Maßnahmen im Kampf gegen Hass und Hetze und zur Förderung einer lebendigen und starken Demokratie sind. Ich erinnere da an unser Aktionsprogramm Hessen gegen Hetze mit seiner bundesweit einmaligen Meldestelle für Hate Speech. Ich erinnere daran, dass wir das Landesprogramm Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus mit einer Rekordsumme von 8,4 Millionen Euro ausgestattet haben. Und da will ich mich auch ganz ehrlich bei den Vertreterinnen und Vertretern der demokratischen Opposition bedanken, die unsere Initiative unterstützt haben. Denn diesem Landesprogramm verdanken wir es, dass zahlreiche zivilgesellschaftliche Organisationen von Opferberatung über Demokratieförderung von jung bis alt zahlreich vor Ort für unsere Demokratie arbeiten können. Unsere Landesregierung kämpft mit offenen Augen, entschlossen und geschlossen gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und alle anderen verfassungsfeindlichen Bestrebungen.
Trotz aller Maßnahmen und Förderungen will ich aber auch zu bedenken geben, dass wir Demokratie nicht einfach verordnen können. Jede einzelne Bürgerin und jeder einzelne Bürger trägt Verantwortung. Deswegen rufe ich auch alle BürgerInnen auf. Diskutieren Sie mit uns über die besten Instrumente zur Bekämpfung der Corona-Krise. Vertreten Sie laut und selbstbewusst Ihre Meinung. Und gegen demokratiefeindliche Angriffe müssen wir Demokratinnen und Demokraten alle zusammenstehen, widersprechen und gegenhalten. Denn Demokratie lebt vom Engagement der Anständigen. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege Müller, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Recht, seine Meinung ohne Einschränkung kundzutun, wird nur dann relevant, wenn es sich um eine unangenehme Meinung handelt, die eine, die herrschendes Denken auf den Kopf stellt. Und nur wer eine solche Meinung zulässt, die er am liebsten unterdrücken würde, verschafft diesem Recht tatsächlich Geltung. Und genau das ist uns als Freien Demokraten Herzensanliegen, dass jeder in der Öffentlichkeit, solange er auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht, seine Meinung äußern kann. Und wir werden uns auch dafür einsetzen, auch wenn wir diese Meinung falsch halten. Und das gilt für Verschwörungstheoretiker genauso wie für Impfgegner und andere, deren Meinung wir nicht teilen. Aber es ist ihr gutes Recht, ihre Meinung in der Öffentlichkeit kundzutun. Wir können uns damit auseinandersetzen, aber wir sollten nicht anfangen, hier darüber zu diskutieren. Und sorry, das scheint mir in dem Antrag von CDU/Grünen, auch in dem Redebeitrag eben, immer wieder so ein bisschen zwischen den Zeilen hindurch in Frage zu stellen, ob es wirklich gut ist, wenn Verschwörungstheoretiker dort draußen demonstrieren. Das ist nicht unser Recht, das anzuzweifeln. Lassen Sie uns hier damit inhaltlich uns auseinandersetzen. Das ist auch völlig in Ordnung, und das ist sinnvoll und das ist gut. Aber pauschale Kritik an den Demonstrationen, das haben Sie eben auch nicht geübt, Herr Schauder, alles in Ordnung, die darf es definitiv nicht geben. Und deswegen ist es auch für uns der Anlass gewesen, einen eigenen Antrag einzubringen, um das noch einmal besonders deutlich zu machen und hervorzuheben. Meinungsfreiheit ist ein ganz entscheidendes Element in unserer Gesellschaft. Und wir werden als Freie Demokraten immer dafür kämpfen, dass jeder seine Meinung äußern kann. Das betrifft nicht Vorgänge, wenn Rechtsextremisten versuchen, diese Meinung zu kapern und für ihre politischen Ziele zu diskreditieren. Aber es gilt für jeden, und sei es noch so verrückt, die Weltansicht oder Weltanschauung, diese muss öffentlich kundgetan werden dürfen. Meine Damen und Herren, deswegen ist es für uns heute auch besonders wichtig, dies noch einmal hervorzuheben. Und ich muss sagen, wenn ich die Entstehungsgeschichte der Corona-Demonstrationen sehe und am Anfang sehe, wie schwierig es war für die ersten Demonstrationen, dass sie überhaupt zugelassen wurden. Es hat das Bundesverfassungsgericht gebraucht, dass die ersten Versammlungen zugelassen wurden. Und das, meine Damen und Herren, das stimmt mich schon nachdenklich. Weil es aus meiner Sicht in der Demokratie nicht erst der höchsten rechtsprechenden Gewalt brauchen darf, um solche Grundrechte zu eröffnen wieder. Und deswegen kann man auf der einen Seite sagen, man sieht, dass der Rechtsstaat funktioniert. Ja, das tut er. Noch schöner wäre es, wenn man nicht die Gerichte bräuchte, um falsche Entscheidungen der Exekutive erst einzukassieren. Und deswegen müssen auch die Exekutive sich dieser Aufgabe, die sie gerade in dieser schwierigen Phase hat, immer wieder bewusst machen. Ich will das auch nicht an pauschaler Kritik an der Exekutive oder auch an den kommunalen Behörden machen. Wäre auch falsch. Das ist eine verdammt schwierige Situation, eine verdammt schwierige Aufgabe. Aber umso mehr muss sich jeder Einzelne auch dort dafür einsetzen, damit beschäftigen, inwiefern die Grundrechtseinschränkungen, die er vertritt, inwiefern diese gerechtfertigt sind. Und diese sind nachdrücklich endlich zu begründen. Wir sind nicht mehr in der Anfangsphase der Corona-Pandemie. Wir sind jetzt 10 Wochen, 11 Wochen dabei. In der Zwischenzeit müsste man endlich es schaffen, auch die einzelnen Einschränkungen mit Argumenten zu hinterlegen. Und zwar in jedem Einzelfall. Ich komme gerade von einer Corona-Demo, so kann man sie auch bezeichnen, weil die Busunternehmer draußen demonstrieren. Die Busunternehmen dürfen seit
Wochen keine Fahrgäste transportieren, auch keinen Bustourismus anbieten. Es hat Ihnen keiner gesagt, warum. Und sagt Ihnen auch keiner, warum Sie es immer noch nicht dürfen. Der ÖPNV darf fahren. Die dürfen nicht fahren. Die können 100% Luftaustausch machen. Innerhalb von einer Stunde können die mehrfach komplett die Luft im Bus austauschen. Ja, das können sie. Ich bin eben gerade mit einem Bus gefahren. Vierte Generation Familienunternehmen. Und es ist Ihnen vom Ministerium, wir haben doch die Anfrage gemacht ans Ministerium, die haben Konzepte ans Ministerium geschickt, ob Sie mit Ihren Hygienekonzepten irgendwann den Betrieb wieder aufnehmen können. Antwort war, ja, wir beschäftigen uns damit und wir haben Verständnis für Ihre Situation. Die sind pleite in einigen Wochen. Die gehen einfach pleite, meine Damen und Herren, ohne dass Ihnen erklärt werden würde, warum Sie es nicht dürfen, warum Sie Ihren Job nicht machen dürfen. Und dass das dazu führt, dass Menschen auf die Straße gehen und demonstrieren, ist doch nur zu normal. Und ich finde, es ist auch angezeigt, dass die auf die Straße gehen und demonstrieren, weil es scheinbar notwendig ist, auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Ja, noch besser wäre es, wenn Sie einfach den Job machen würden, so nie erklären würden. Und wenn Sie auch wieder es tun dürften, weil Sie haben gute Konzepte, mit denen Sie es machen könnten. Da können Sie dann nicht sagen, ja, die dürfen ja demonstrieren, aber es kümmert uns nicht. Deswegen, ich reg mich auf, weil draußen Menschen sind, die Familienunternehmen sind, die pleite gehen, weil sie nicht erklärt bekommen und weil sie ihren Job nicht mehr machen dürfen. Und Sie sagen, ja, wir haben Corona und es geht halt nicht anders. Das ist kein Argument und das ist genau das, was dort außen ankommt. Das ist genau das, was dort ankommt. Und deswegen kann ich mich natürlich auch aufregen darüber. Den Busunternehmen, Herr Pentz, hat noch niemand in den letzten 8 Wochen erklärt, warum sie ihren Job nicht mehr machen dürfen, warum sie Fahrgäste nicht transportieren dürfen. Und als Antwort aus dem Ministerium kommt genau so viel, nichts, nichts. Vor Wochen wurden das Wirtschaftsministerium, Verkehrsministerium angeschrieben. Es gab keine Rückmeldung. Und deswegen, das zeigt nur, warum es zu diesen Corona-Demonstrationen kommt. Und das ist dann, und das ist das Anliegen, glaube ich, auch des Antrags, dass es dann Parteien und gesellschaftliche Gruppen gibt, aus dem rechtsextremen Bereich insbesondere, die versuchen, diese Stimmung zu kapern, populistisch zu kapern. Das verurteilen wir genauso wie Sie. Das ist unstreitig. Aber wichtig. Kollege Müller, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Armin Schwarz? Armin, bitte, drücke mal drauf. Herr Präsident, sehr freundlich. Herr Kollege Müller, ich habe eine Frage. Wie bewerten Sie denn die Situation der Busunternehmer in Nordrhein-Westfalen? Kollege Müller. Ich bin hier in Hessen unterwegs und ich rede hier mit den hessischen Busunternehmern. Und wenn Sie nichts Besseres zu tun haben, als das ebenfalls von der CDU regierte Land Nordrhein-Westfalen, nur weil da die FDP mit in der Regierung dabei ist, hier anzuführen, dann weiß ich wirklich auch nicht weiter, weil Sie hätten auch die Aufgabe, sich hier um Hessen zu kümmern. Das wäre viel besser, wenn Sie sich da auch mal einsetzen würden. Meine Damen und Herren, ich will an einer Stelle Herrn Schauder. Dann begründen Sie doch mal bitte Ihre einschränkenden Maßnahmen als Landesregierung. Sie nicht, Sie sind im Parlament, es ist in Ordnung, aber die Verordnungen, die nicht hier im Landtag beschlossen werden, die alleine von der Landesregierung vorgelegt werden, von denen noch nicht eine wirklich begründet wurde. Es gibt teilweise Auslegungshinweise. Ja, ich weiß auch, wie schwierig das ist, es ist in Ordnung. Es gibt andere Länder, die begründen das übrigens, Sachsen-Anhalt. Das geht. Und das erwarte ich dann auch hier in Hessen. Das kann ich zumindest einfordern, und das ist auch mein gutes Recht. Das muss Ihnen nicht gefallen, das ist auch in Ordnung. Sie müssen es auch nicht machen. Aber dass ich es als Opposition einfordere, das müssen Sie mir schon zugestehen. Meine Damen und Herren, ich will an einer Stelle ausdrücklich, und da sind wir dann auch wieder beisammen, das, was im Bereich Antisemitismus im Moment passiert, ist höchst bedenklich. Dass auf diesen Demonstrationen, und das ist heute Nachmittag nicht bei den Busunternehmern, aber das sind die sogenannten tatsächlichen echten Corona-Demos, immer wieder das Thema Antisemitismus unterschwellig, manchmal auch durchtragen eben von Judenstern transportiert wird, ist absolut inakzeptabel. Und da müssen wir mit allen rechtsstaatlichen Mitteln knallhart gegenarbeiten und alles verfolgen, was dort gemacht wird. Da sind wir uns, glaube ich, allesamt einig. Antisemitismus darf in dieser Zeit nicht wieder in irgendeiner Form aufkommen. Da müssen wir uns mit allem, was wir haben, entgegenstellen. Meine Damen und Herren, ich glaube, es ist auch nicht hilfreich, wenn man sich dann hier hinstellt und sich lobt, dass man alles so toll macht und den Rechtsextremismus so toll bekämpft. So toll ist es nämlich in der letzten Zeit jetzt auch nicht gelaufen. Und von daher, glaube ich, ist diese Lobhudelei in Nummer 5 des Antrags
Ach, ich weiß nicht, ob das nötig ist, und schon gar nicht, wenn parallel die Fraktionen eigentlich gerade zusammensitzen und überlegen, ob sie irgendwie gemeinsam Formulierungen und Themen finden, wie man noch in dem Bereich angehen könnte. Ich glaube, dass wir da an der Stelle vorsichtig sein sollten und nicht versuchen sollten, uns da gegenseitig in irgendeiner Form zu profilieren. Genau so ist der Punkt zu verstehen. Deswegen werden wir uns bei dem Antrag von CDU/Grünen enthalten. Sie haben da auch vieles richtig formuliert. Das ist unstreitig. Aber es stehen eben auch Dinge drin, die wir so nicht mittragen und für sinnvoll halten würden. Meine Damen und Herren, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Akzeptanz schaffen für das, was im Moment an Einschränkungen stattfinden muss. Das geht nur, wenn man entsprechend transparent arbeitet. Das geht nur, wenn man begründet, warum man entsprechende Grundrechtseinschränkungen macht und damit dann auch die Akzeptanz für die Bürger, bei den Bürgerinnen und Bürgern draußen wecken kann, dafür, dass die Grundrechte teilweise eingeschränkt werden. Nur mit diesem transparenten Vorgehen können wir den Demonstrationen den Nährboden entziehen. Und das, glaube ich, ist auch Sinn und Zweck einer offenen Gesellschaft, dass wir auch offen als Politik argumentieren und den Menschen erklären, warum wir was tun. Für die Landesregierung hat sich der Wirtschaftsminister gemeldet. Staatsminister Al-Wazir, bitte. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Müller, ich möchte mich nicht zu dem Antrag, Stichwort Verschwörungstheorien, Demonstrationen und allem, was dazugehört, melden, sondern ich habe mich gemeldet, weil Sie gerade eben Sachen behauptet haben über die Busreisen, die schlicht nicht der Wahrheit entsprechen. Und da hat es dann schon ein bisschen was damit zu tun. Weil ich glaube, das ist dann die Verknüpfung vielleicht zum Tagesordnungspunkt. Das Wichtigste ist erstmal, dass wir uns über die Fakten einig sind und dass wir nicht dazu beitragen, dass Sachen sich verbreiten, die am Ende mit den Fakten nichts zu tun haben. Hier ist eine Aufstellung des Bundesverbandes Deutscher Omnibusunternehmer, Stand 19.05., wo die Regelungen in allen 16 Ländern aufgeschrieben sind, was wo erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Wenn Sie die sich anschauen, stellen Sie fest, dass Hessen das erste Bundesland war, was den sogenannten Gelegenheitsverkehr, also das, was Sie unter Omnibusreisen, Ausflüge usw. so kennen, wieder zugelassen hat und nicht per se verboten hat, allerdings unter der Regel von 1,50 Meter Abstand. Wir haben uns das gerade eben angeschaut an der Wilhelmstraße, wie so etwas aussehen könnte. Das ist bei Weitem kein vollbesetzter Bus. Und wir diskutieren momentan natürlich auch mit der Branche, Stichwort Lüftungskonzept und Ähnliches, ob es da Veränderungsmöglichkeiten gibt. Aber bitte hier keinen Pappkameraden aufstellen, der bei näherer Hinsicht gar nicht existiert. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Heike Hofmann, SPD-Fraktion. Heike, bitte. Meine Damen und Herren, beruhigt euch doch wieder mit den Busfahrten, bitte. Heike, du hast das Wort. Laut und deutlich. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich kann die Aufregung verstehen, aber ich werde jetzt und will auch zur Sache reden. Können Sie sich erinnern? Vor einem Jahr haben wir gemeinsam 70 Jahre Grundgesetz gefeiert. Es ist ein Geschenk, dass wir in einem geeinten Deutschland über Jahrzehnte in Freiheit und Demokratie leben dürfen. Wir brauchen die Demokratie braucht nicht uns. Sie ist auch nicht Gott gegeben, sondern unsere demokratischen Grundwerte, und das haben auch die Vorredner deutlich gemacht, müssen ständig verteidigt werden. Und sie müssen auch ständig gelebt werden, und zwar von aktiven Demokratinnen und Demokraten. Aber gerade in diesen Zeiten, in der Zeiten der Krise, der Pandemie, bezweifeln viele Bürgerinnen und Bürger, ob unsere Demokratie und unser föderales System mit all seinen sozusagen Stärken die richtige Antwort auf diese Pandemie gibt. Und es gibt Skepsis, ob die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie auch gar auf Dauer Freiheitsrechte zu stark beeinträchtigen könnten. Lassen Sie mich für die SPD-Landtagsfraktion sagen, dass wir grundsätzlich die kritische Auseinandersetzung mit diesen Themen
begrüßen und unterstützen. Denn wir brauchen solch eine gesellschaftliche Diskussion um die richtigen Maßnahmen. Denn das ist, genau das ist lebendige Demokratie der Bürgerinnen und Bürger, meine Damen und Herren. Und es steht außer Frage, dass die Freiheitsrechte, die aktuell eingeschnitten werden, etwa die allgemeine Handlungsfreiheit, die Reisefreiheit, dass das massiv ist und dass es so etwas noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gegeben hat. Aber ich will deutlich machen, dass die Beschränkung dieser Freiheitsrechte ja kein Selbstzweck sind, sondern dem Schutz von Leben und Leib, von Gesundheit von Menschen dienen. Und ganz wichtig ist, das möchte ich hier noch einmal herausarbeiten, dass natürlich da wirklich auch Augenmaß erforderlich ist. Jede einzelne Maßnahme muss auf ihre Verhältnismäßigkeit, Erforderlichkeit hin überprüft werden, auch hinsichtlich der zeitlichen Beschränkung dieser Maßnahme. Und die miteinander kollidierenden Grundrechte, das ist ja der Regelfall, müssen miteinander abgewogen werden und in einen Ausgleich gebracht werden. Diese Aufgabe muss der Gesetzgeber vollbringen. Aber wenn da auch noch einmal nachzujustieren ist, ist es gut und richtig so, dass wir eine unabhängige, starke Justiz hat, bei der man auch die entsprechenden Rechte einklagen kann, meine Damen und Herren. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch einmal ganz deutlich sagen, dass es uns ja in einem gemeinsamen Kraftakt vieler Bürgerinnen und Bürger, nicht nur der Regierungen, der Parlamente, der Exekutive gelungen ist, sondern auch durch die Verantwortung vieler einzelner Bürger gelungen ist, die Infektionskurve abzuflachen. Wir hoffen, dass sich diese positive Entwicklung auch verstetigen wird. Und wir brauchen auch zur Anpassung der einzelnen Maßnahmen eine lebendige Debatte hier in den Parlamenten, eine kritische Öffentlichkeit. Das Ringen um den besten Weg ist genau richtig. Besorgniserregend ist es aber in der Tat, wenn es Einzelne gibt, die die berechtigten Sorgen in der Bevölkerung instrumentalisieren, von diesen Verschwörungsideologien und entsprechenden Demonstrationen ist ja schon gesprochen worden. Sie werden durchmischt durch rechtsextremistische Gruppierungen, Reichsbürger, Antisemiten und instrumentalisieren gerade die berechtigten Sorgen der Bevölkerung und sind allein aus diesem Grunde schon verwerflich. Zahlreiche dieser Verschwörungsideologien basieren auf antisemitischen Klischees und Judenhass wird offen zur Schau gestellt, meine Damen und Herren. Aber Herr Müller, es ist leider nicht richtig, dass der Antisemitismus an dieser Stelle erst wieder aufkommen würde. Er war nie verschwunden aus unserem Land, bedauerlicherweise. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir uns diesen Bewegungen und diesen Tendenzen entschlossen entgegentreten und gerade auch jede Form von Antisemitismus aufs Schärfste verurteilen. Denn gerade wir Deutschen mit unserer Geschichte tragen eine besondere Verantwortung, dass jüdisches Leben hier in Deutschland gelingt und dass es in besonderer Art und Weise geschützt wird, meine Damen und Herren. Dazu braucht es aus Sicht der SPD aber weitere Anstrengungen als das, was schon unternommen wird, etwa im Kampf gegen den Extremismus generell. Und hier will ich noch einmal deutlich machen, dass es ein großer Fehler war, dass Sie unserer Forderung nach einer Landesstiftung für Demokratie keine Zustimmung erteilt hat. Das ist ein großer, großer Fehler, meine Damen und Herren. Bitte setzen Sie sich einmal mit der Sache auseinander. Wenn Sie Quatsch rufen, ist das mehr als unqualifiziert. Es ist auch wirklich schäbig und besorgniserregend, wenn Angriffe gerade auf Journalistinnen und Journalisten, ein Angriff auf die Pressefreiheit, etwa das ZDF-Team in Berlin, aber auch an anderen Stellen erfolgt. Und auch das, der Angriff auf die Pressefreiheit, müssen wir entschieden verurteilen und uns dem entgegenstellen. Wir unterstützen dabei die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen, die übrigens noch nicht abschließend geklärt haben, welche Motive die Täter für diesen schäbigen Angriff in Berlin hatten.
Das muss noch abgewartet werden, meine Damen und Herren. Aber auch die Diskreditierung von gewählten Volksvertretern, einer seriösen Berichterstattung, aber auch die Diskreditierung von wissenschaftlichen Erkenntnissen ist ein Angriff auf unsere Demokratie. Sie ist ein Angriff auf die Freiheit, die die vorgeben zu verteidigen. Sie ist ein Angriff auf uns alle, meine Damen und Herren. Und wir als SPD sind davon überzeugt, das zeigen nicht nur die aktuellen Entwicklungen, dass wir unsere Demokratie, die angefochten wird, dass wir die stärken müssen, dass wir die unterstützen müssen durch verschiedene Maßnahmen, etwa die Stärkung der politischen Bildung, die Stärkung der Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler, eine verlässliche Finanzierung zivilgesellschaftlicher Projekte gegen Rechtsextremismus, aber auch eine stärkere parlamentarische Kontrolle des Verfassungsschutzes. Wir begrüßen deshalb auch, dass das Bundesjustizministerium Hate Speech jetzt mit einem Gesetz weiter bekämpft und dagegen entschiedener vorgeht. Aber auch hier in Hessen brauchen wir ein stärkeres Maßnahmenbündel, einen Masterplan, um entsprechend gegen Extremismus und auch Rechtsextremismus vorzugehen und uns unsere Demokratie zu stärken, meine Damen und Herren. Insgesamt können wir dankbar dafür sein und auch stolz darauf, dass die Menschen in unserem Land auf das Grundgesetz vertrauen und unsere Demokratie wehrhaft ist. Sie lebt aber vom Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Lassen Sie uns das nie vergessen und lassen Sie uns an diesem Punkt engagiert arbeiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Hoffmann.